Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Minecraft gestrandet. Die Frau nimmt gerade das Frühstück ein, hat etwas gekrümelt und wir sind zurück in unserem Spawner. Wir sind jetzt mal ohne euch zurückgelaufen, weil noch eine Folge nur, wo wir hier hin und her laufen, ist ja nicht ganz so spannend. Ja, wir sind in unserem Spawner, wir haben ein bisschen Material mit. Wir haben auch gleich Material mitgenommen, um das Ganze aus Stein zu bauen. Richtig. Deswegen werden wir jetzt mal die Grundzüge des Hauses ziehen und diesmal will ich gerne mitbauen und nicht von dir bestimmt werden. Doch. Das geht nicht, ich wollte doch unser Cottage bauen, das kannst du nicht machen. Doch, kann ich machen. Du kannst den Boden einziehen. Ach, du bist doof. Ja, ich weiß. Wo bauen wir die Hütte? Blöd. Du willst sie am See hier, bauen? An Strand, ja. Okay, da sind wir auch weit genug weg vom Spawner. Hier, so, auf der Seite, wo du jetzt bist, sollen wir noch mehr Platz machen? Oder? Nein, ich finde das voll gemein. Was findest du voll gemein? Dass du mich hier bestimmst. Das ist meine Aufgabe. Bestimmen? Ja. Machen wir ein bisschen Schnee weg. Achso, willst du jetzt nicht. Die Grundriss mit Dings ziehen? Ich würde halt gerne aus Stein bauen, das Haus, aber das können wir ja, nehmen wir ein Fundament aus Holz, oder? Aber nimm doch nicht die guten Blöcke, nimm doch nicht die roten Blöcke. Tauschen wir nachher wieder aus. Das ist jetzt nur... Ja, aber nimm doch normales Holz. Oder nein, Erde. Ich mach das jetzt so, ich habe genug davon einstecken. Okay, so, ich würde mal hier ist zugefroren. Dann würde ich das... Ah ja, wie kann man das eigentlich am besten kaputt machen, das Eis? Mit der Spitzhacke. Da kommt's Wasser rein. So, ich mach das jetzt so weit weg, dass hier überall Wasser reinfließen kann. So, und schon haben wir Wasser drin. Wobei, den Rest würde ich mal mit Dings auffüllen, mit Erde irgendwie. So. Zack. Out of Erde. Was da hinten raus willst du das Haus bauen? Also willst du vorm Haus noch ein bisschen Platz lassen? Mhm. Dann soll ich hier ein bisschen Erde wegnehmen in dem Bereich. Ne, brauchst du nicht. Wieso? Du kannst hier schon mal, wenn du magst, den Dings wegkloppen. Die Bäume. Die hier im Innenbereich jetzt stehen. Mhm. Das kann ich machen, ja. Dann setze ich mir gleich mal... So, die Spitzhacke ist fast fertig. Aber jetzt machen wir Steinwand und Holzboden, oder? Mhm. Hätten wir gerne ein Steinhaus. Habe ich jetzt eigentlich eine Schaufel? Ich habe keine Schaufel. Willst du eine haben? Ich mache mir selber eine, danke. Na gut. Ich stelle hier mal eine Werkbank hin. Oh, nee, das gibt's doch nicht. Und ich stelle uns mal... Oh, das war falsch gesetzt. Wozu hast du jetzt den Rahmen gezogen? Das verstehe ich immer noch nicht. Vor allem in mehreren Ebenen, das kapiere ich erst recht nicht. Das musst du nicht kapieren. Das sollst du mir aber erklären. Nee, das ist einfach der Rahmen, in dem wir unsere Hütte bauen werden. Das ist der Rahmen von unserer Hütte. Hast du den jetzt ungleichmäßig gemacht? Nee, der ist 16x16 soll der werden. Aber wenn du ungleichmäßig machst, haben wir den Vorteil, dass man zum Beispiel eine Tür und sowas zentriert reinsetzen kann. Nee, das soll ja mit Balkon werden. Was hat das? Das verstehe ich nicht. Das hat alles schon seinen Sinn. Wir spielen zusammen, das ist dir schon bewusst. Das ist mir bewusst, ja, natürlich ist mir das bewusst. Und wenn du ein Haus unsymmetrisch machst, kannst du in die Mitte des Hauses eine Tür setzen. Es ist nicht unsymmetrisch, wir wollen gar nicht an der Mitte die Tür setzen. Wir wollen nicht. Ah, okay, das hatte ich falsch verstanden. Wir wollen nicht. Ja, das ist schon okay, wir wollen nicht, ja, verstehe ich schon. Richtig. Gut, kann ich jetzt anfangen, die Wände hochzuziehen? Nee. Warum nicht? Weil ich noch nicht fertig bin. Mit was? Ja, mit hier Dings bauen. Du wolltest doch hier die Bäume aus Weg gemacht. Okay, ja. Warte. Zeig dir jetzt, wo unsere Tür hinkommt. Das ist der Holzboden, ja? Das ist der Holzboden. Hier kommt die Tür hin. Okay. So. Kannst du mir mal Steine geben, bitte? Danke. Da liegt noch ein Stack. So, ich würde gern. Was machst du? Das ist zu viel. Ich zeig dir jetzt gleich, wo du die Wände hochziehen darfst. Darf? Ist aber nett. Ja. Bist so großzügig zu mir. Ja, ich weiß. So bin ich. Da kommen die Türen und die Steine sitzen dahinter. Du willst doch Boden haben, oder? Aus Holz, ja.
Mhm. Ja, also heul nicht. Wie heul nicht? Was meinst du? So, pass auf. Band. Holz mit der Spitzhacke. Yeah. Ja, ich hab keine Axt. Ist mir doch scheißegal. So. Hier kommt der Balkon hin. Also hier ziehe ich jetzt hoch, ja? Ja. Und über die Tür drüber. Oder machen wir was anderes über die Tür drüber? Über die Tür drüber. So. So. Und Glasfront machen wir bis zum Boden runter, oder? Glasfront kommt erstmal keine. Die machen wir gleich. Okay. Dann setze ich jetzt einfach Stein. Ja. Oh, da komme ich nicht bis runter. Das ist ja doof. Na egal, dann machen wir es anders. So, wie weit? Bis hier um die Ecke. Maximal 3 hoch, so 16 mal 16. Pass auf, ich mach hier, mache ich dann deinen. So, du bist immer leiser, Frau. Ist das die Konzentration? Ja, wahrscheinlich, Entschuldigung. Ups. Da hat unser Haus einen kleinen Überhang. Dann lege ich Spitzhacke. Klopf. Soll ich mal hier die Erde rauskloppen unter der Truhe und so weiter, dass du da Holzboden reinziehen kannst? Nee. Out of Cobblestone, so. Aber den Boden müssen wir rausnehmen, sonst haben wir gar keinen Platz. Hallo? Können wir miteinander reden? Erstmal, du wolltest doch erstmal die Wände hochziehen, oder? Hoch, ich bin schon ja, zu weit. Ja, nur du siehst ja, dass das nicht langt. Was langt nicht? Hier, das ist die maximale Höhe. Du hast gesagt 3 hoch. Der ist richtig. Aber hinten sind wir jetzt um 2 höher, da der Boden ja, um 2 höher hinten, geht. Ja, hinten. Natürlich müssen wir hier hinten die Erde wegkloppen. Ja gut, aber in dem Bereich, wo jetzt die Kiste steht und die Workbench, da musst du auch drunter noch Holzboden. Ehrlich? Nein, das frage ich. Ja, natürlich. Was ist denn mit dir los hier, Frau? Ey, du kleiner... Du Arschkrampe. Ich krieg dich. Halleluja. Ich komm besser aus, Mann. Mhm. Warte ab. Aua! So. Haben wir ein helles Holz? Nee, ne? Wir haben nur dunkles Holz, ne? Ich weiß nicht, das liegt am Baum, der wie er wächst, oder? Ja, Fichtenholz haben wir. Hätte gern Eichenholz irgendwie. Ich gehe mal gucken, ob ich Eichenholz besorgen kann. Nicht besser dann schon mal den See aus mit der Erde, die ich hier abgebaut habe. Ich würde auch das Holz unten rauskloppen und da Stein reinsetzen, damit wir ein Steinfundament haben. Wir haben halt wieder das gleiche Problem, dass wir hinten raus keine Fenster haben, gell? Wenn wir die Erde da nicht ein bisschen begradigen. Ja. Quatsch. Der alte Pro-Gamer hier. Na, zack.
So. Was wollte ich machen? Schippe wollte ich machen. Mann, habe ich zwei Platz. Dann hau ich kurz mal die Saplings raus. So. Oh, wird schon wieder dunkel. Sollen wir kurz mal in dem Spawner pennen gehen? Nö, wir sind gerade weit weg. Ich suche gerade andere Bäume, aber hier gibt es nur diese Tannen. Nochmal dunkles Holz. So, ich gehe mal Richtung Spawner. Mhm. War denn das hier vorne irgendwo? Ah, ja, genau, hier fast reingelaufen. Kommst du auch? Ja, ich komme gleich, ich bin gleich da, warte. Was denn jetzt? Warum sehe ich denn nur Wand? Achso, warte ich. Au! Hat mich irgendwas verletzt gerade. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Komm her, du. Oh, tut mir leid, auf die Füße. Jetzt bin ich tot. Wenn du noch einmal schlägst, bin ich tot. Tja, hast du verdient. Und ich esse die Melone dafür. Mach mal Körner, bitte. Wie viel? Mach, wie viel hast du denn? 4 reichen, glaube ich. 4, also 4 Melonenstücke umwandeln. Einfach 4 Melonenstücke in. Was werfe ich denn weg? Ich werfe die königliche Holzhaube. Werf doch gar nichts weg. Wir haben hier doch eine Truhe stehen. So, ich habe nur so eine blöde Holzhaube weggeworfen. Die ist, also diese zum Garten umjäten. Das ist nicht so. Ach, wir nehmen. Wollen wir nicht den kleinen See neben dran zumachen? Vielleicht friert uns das da nicht zu oder liegt das einfach nur im Gebiet? Das liegt im Gebiet. Wo geht's denn Richtung. Ich blöd? Hier hinten? In die Richtung geht's da, oder? Ja, da Richtung Heimat, genau. So, ich leg mal in die Truhe, lege ich mal so ein bisschen Kram, den ich jetzt hier. Da sind noch die Körner drin. Ja, sehr gut. Diamanteier. Ach, jetzt Redstone. Muss ich das erst backen, wie blöd. Das geht. Ist schon gut. Scheiße. Was? Jetzt hab ich. Was denn? Ich habe jetzt 78 Pflastersteinstufen gemacht. Warum? Ja, wollte ich eigentlich gar nicht. Das ist mir schon klar. Was wolltest du denn machen? Ich wollte Pflastersteinstufen machen, aber keine 78. Ach, na gut, Pflasterstein, also normalen Stein habe ich ja noch genügend dabei. Ja, aber das sind Pflastersteinstufen, egal. So, hier muss ein bisschen Erde rein. So, ich sammle mal den Dreck raus. So, dann setzen wir hier Stein rein. So, blöpp. Sodele. Dann kann ich ja eigentlich schon mal weiter Boden einziehen, oder? Das muss man. So. Soll ich dir Holz geben? Ich hab massig. Nee, hab ich. Muss nur kurz umwandeln. So. Und. So schnell hat noch keiner Parkett gelegt.
Weißt du was, ich mache jetzt ein Dach aus den Stufen. Scheiß der Hund drauf. Ein Steindach? Ja. Aber das sind doch keine Stufen, das sind Platten. Das sind Stufen, das sind Steinstufen. Das sind keine Treppen. Stufen sind Ach, Stufen. Diese, okay, jetzt weiß ich, was du meinst. Das sind diese flachen Dinger und Treppen sind... Ich dachte, du meinst Treppen. Also das wird eigentlich so eine Hütte wie auf unserem Server. Auf unserem Server, unserem Livestream-Server, nur in kleiner. Okay. Huch. Huch, da bin ich abgestürzt. Haben wir noch Kobbel? Ja, ja. Auf jeden Fall. Dann kann ich ja noch ein paar Stiefchen machen. Willst du ein Flachdach machen oder willst du oben noch was? Wenn im zweiten Stock? Nee, Flachdach. Machen wir nur so eine kleine Hütte. Ja, was brauchst du, eine große Hütte? Ja, ich hätte das schon ein bisschen pompös aufgezogen, aber okay. Ja, da können wir ja immer noch was machen. So. Hast du Licht? Hab ich Licht, ja. Mhm. Fackeln meinst du wahrscheinlich. Ja, genau. Oh. Holz, Holz, Holz. Ich bin out of Holz, oder? Ja. In der Truhe liegt massig. Ich muss aber das hier noch wegnehmen, was ich hier... Zack. Ach, Quatsch. Ja. So, Parkett ist gelegt gleich. No. Oh. Oh, nein. Nein. Immer oben drauf gesetzt. Professionelles Gameplay hier bei Hirnsturz zockt. Mann, Mann, Mann. So, haben wir das auch weg? Schön, Holzboden. Sodle. Zieh ich mal in die Wand weiter hoch. Und wenn wir das fertig haben, dann machen wir eine Aufnahmepause. Nein, höre ich's von draußen. Spielt weiter, für immer und ganz lange Folgen und noch viel mehr. Ups. So, Wände zu. Wir sind sicher. Hast du Licht? Ja. Hier. Okay, danke. Es war umständlich, jetzt die Fackeln auszuspucken, nee, aber es sieht, okay, so, ist okay, sieht ist okay. So schön aus. Ich habe eigentlich auch Fackeln, sehe ich gerade. Ja, wenn es euch bis dahin gefallen hat, unseren Plan hier das Haus hochzuziehen, dann lasst uns doch einen Daumen hoch da. Wir sehen uns zum nächsten Teil morgen wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. Tschüss.